Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu City Skylines. Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich anfange. Also vorweg erstmal das DLC Industries, das ich bislang noch nicht hatte, habe ich jetzt auch. Also da können wir jetzt heute auch mal so den ersten Blick drauf werfen. Ist für mich auch noch ganz neu. Ich weiß nur so grob, worum es geht. Benutzt habe ich das noch nie. Also ich bin selber total gespannt und darüber hinaus werde ich jetzt irgendwie demnächst mal, ich vermute während eines Livestreams, ein kleines Gewinnspiel machen, wo man dann City Skylines einen Code gewinnen kann, plus ein paar kleinere DLCs. Unter anderem das Campus DLC ist dabei. Ganz einfach, weil ich da jetzt so ein Bundle gekauft habe und ich viele dieser Keys gar nicht selber mehr brauchte und ja, da habe ich mir gedacht, verlosen wir die doch einfach demnächst mal. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ja, müssen wir mal schauen. Gut, ja, legen wir los. Vorweg erstmal zu meiner Straßenbahn, die eigentlich keine Straßenbahn ist. Ich glaube, Kerstin war es, die gefragt hatte, wie man denn von hier zu diesem Gewerbegebiet bekommt. Man muss zwar, jetzt habe ich es schon wieder weggemacht. Man muss zwar erst hier einmal den Umweg hierher fahren, aber die Straßenbahn fährt auf dem Rückweg auch hier lang und hält dann hier, wo wir dann ja den Zugang zum normalen Industriegebiet haben. Ich vermute, dass du das meintest. Ja, und ich habe das Ganze mir auch gerade schon mal kurz angesehen. Also da steigen auch tatsächlich schon so ein paar Leute aus. Gerade waren es irgendwie 35 oder so. Kann gerade mal schauen, wie viele jetzt drin sitzen. Ja, es werden jetzt ein paar weniger sein. 26, ein paar steigen immer hier aus. Da sind aber immer noch 25 drin. Und hier gleich an der nächsten Haltestelle. Wo haben wir sie da? Da dürften dann die nächsten aussteigen und auch wieder zusteigen. Ne? Also das funktioniert durchaus schon, dass die hier zu ihrer Arbeit kommen. Ja, okay. Verkehrstechnisch müssen wir, glaube ich, gerade nicht so ganz viel regeln. Da sind wir bei 82%. Das ist eigentlich ganz gut. Das können wir gerade erstmal so lassen. So dass ich dann sage, wir werfen einen Blick auf das Industries DLC. Das müsste sich genau hier verbinden. Ich habe da gerade schon mal drauf geklickt und war überrascht, dass wir hier Agrarindustrie noch nichts freigeschaltet haben. Was ist das hier? Forstindustrie, das ist Müll. Erz, Öl, was ist das? Lagerhäuser, okay. Und einzigartige Fabriken. Forstwirtschaftsgebiet auf Stufe 2. Also fangen wir doch mal mit dem Forstwirtschaftsgebiet an. Und Postdienstleistung errichten Sie ein Postamt. Okay, das ist auch neu. So, hier müssen wir gerade mal schauen. Das hier ist doch Forstwirtschaft. Gibt es hier vielleicht jetzt auch neue Sachen, die ich beachten muss? Ah. Bislang war das, glaube ich, das muss ich dann vielleicht jetzt mal rückgängig machen. Das war ein einfaches Gebiet. Ich denke, dass wir jetzt ein solches hier malen müssen. Nämlich ein Industriegebiet. So. Verfügt über keine Spezialisierung. Was ist das hier? Das, achso, Campus. Ne, das hatten wir schon. So, und wenn wir hier dann jetzt Forstindustrie auswählen. Okay, das scheint jetzt wieder nicht zu gehen. Okay. Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Lesen wir noch mal, was da genau stand. So. Dieses Industriegebiet verfügt über keine Spezialisierung. Erbauen Sie ein Industriehauptgebäude. Ah.
Okay. Ach so. Postindustrie. Ja gut, das ist wie gesagt für mich alles neu. Also wir müssen jetzt hier so ein Hauptgebäude bauen. Ja, fast irgendwo hier. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Elch Forstwirtschaftsgebiet hat Stufe 1 erreicht. Sägemühle, kleine Baumplantage, kleiner Holzplatz. Oh. Ah, shit, jetzt habe ich gar nicht den... Gottchen, das ist so viel Neues. Den Haken reingemacht, dass ich benachrichtigt werden möchte, weil das aufsteigt. Ja, ne, wie war das jetzt noch gleich? Leg hier einfach nochmal so ein paar Sachen an, aber die scheinen hier jetzt zu verschwinden. Also muss ich die alle jetzt manuell platzieren oder wie verstehe ich das? Wir machen das einfach mal. Oh, okay, mein Straßenlayout ist also dann hier für die Cuts. Also ich mal hier außen. Wir gehen in ein paar Baumplantagen zu bauen. Was haben wir hier? Eine Sägemühle. Ein wirkliches System werde ich hier jetzt wahrscheinlich so schnell nicht finden. Das muss ich dann mal ergeben. Das muss vielleicht auch ein bisschen sich entwickeln. So, was haben wir hier noch? Ein kleiner Holzplatz, der macht vielleicht gegenüber der Sägemühle Sinn, dass sie sich da was holen können. Nicht genügend Rohstoffe, okay. So, was haben wir denn hier alles? Also Beschaffung, 0 Tonnen. Na gut, das fängt ja jetzt gerade erst an. Wir können es auch mal schneller machen. Achso, das wird auch zum Teil importiert. Okay, das würde dann Geld kosten. Schnittholz können wir herstellen. Papier wahrscheinlich erst auf höheren Stufen, wenn wir entsprechende Gebäude haben. In Größe Arbeiter. Profit sieht jetzt nicht so ganz berauschend. Achso, und da haben wir die Aufstiege. Produzierte Rohstoffeinheiten bis zur nächsten Stufe. Okay, und Richtlinien. Verbesserte Logistik. Okay, verbesserte Sicherheit und erweiterte Automatisierung. Gut, können wir ja dann nach und nach mal dazu nehmen. Achso, und hier werden tatsächlich auch... So, das sind aber dann... Ne, das will ich hier ja gar nicht haben. Gut. Denke mal, das funktioniert also so, dass wir hier keine... Industrieflächen so zur Verfügung stellen, weil Container und so... Passt hier dann nicht so ganz. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Baumplantagen man braucht pro irgendwas, ne? Das ist jetzt... Was habe ich da jetzt gelesen? 4704 pro Woche. 4800. 4416. Sowas können wir hier verarbeiten. Blicke ich noch nicht so ganz durch. Achso, hier werden die Rohholzprodukte. Ja, Lagermodus. Ausgewogen füllen lernen. Okay. Ausgewogen bedeutet wahrscheinlich, ich habe immer so ein bisschen Reserve.
Aber das hier jetzt vielleicht auch. Frachtlaster in Verwendung 0 von 12. Ich denke, dass wir hier gerade noch recht viel auch Import. Ja, wir haben gar keinen Strom hier. Wir haben da auch keinen Strom. Mein Gott. Wir haben nirgendwo Strom. Jetzt haben wir Strom. Ja. Schon wird auch gearbeitet. Mensch, das Leben kann so einfach sein, ne? Ich könnte ja demnächst mal auch ausprobieren, ein Video aufzunehmen ohne Strom. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Profit ist immer noch überschaubar. Die Eigenproduktion, naja gut, das ist wahrscheinlich alles auch noch nicht aussagekräftig. Wir haben sogar einen Forstarbeiter. Ui. Das füllt sich jetzt aber hier. Postdienstleister, dann sollte ich mir auch mal eben anschauen. Das haben wir hier. Da gibt es einmal ein Postamt und es gibt eine Postsortieranlage. Okay, und hier ist es. Okay, dann würde ich sagen, so eine Sortieranlage braucht irgendwo oder macht irgendwo Sinn, wo wir eine gute Verkehrsanbindung haben. Das wäre ja möglicherweise hier der Fall. Nahe der Autobahn, trotzdem abgelegen mit wenig Verkehr. So, und dann machen wir dann doch das ein oder andere Postamt. Deckung von denen ist ja eine Katastrophe. Und wenn man eins hier. Eins hier. Auf jeden Fall würde ich hier noch gerne irgendwo eins haben. Also nach und nach wird das hier blau. Vielleicht sollte ich es auch nicht übertreiben mit dem Platzieren, sondern erstmal ein paar wenige bauen, um dann zu schauen, wo müssen wir vielleicht noch nachlegen. Dort. Immer ganz gerne so, dass ich möglichst nur ein Gebäude zerstöre, aber das scheint mir hier schwierig. Okay. Eine Hauptstraße, da zerstören wir gar nichts. Dort noch eins. So, und dann bauen wir hier noch zwei hin, einmal hier. Jetzt schauen wir mal. Achso, wir müssen vielleicht hier auch noch. Ich weiß gar nicht, ob Gewerbe und ob Industriegebiete das überhaupt auch brauchen. Ich kann das ja mal testweise hier machen. Also wir packen hier eins. Machen wir es hier hin.
Ja, und dann schauen wir gleich mal, wie sich das Ganze entwickelt. Muss ich mal kurz den Blick auf mein Handy werfen. Okay, wie sieht es jetzt hier aus? Ah, wir machen schon mal, wenn es auch sehr überschaubar ist, aber wir machen hier ein bisschen Profit. Wir haben immer noch zu wenig Arbeiter für die nächste Stufe. Produzierte Rohstoffeinheiten, ja, das werden wir automatisch irgendwann die nächste erreichen. Achso, Moment, ich wollte ja hier noch schauen. Wir importieren nichts mehr. Okay, das ist schon mal gut. Wir verkaufen was. Und einen Teil verarbeiten wir auch. Wenn wir noch eine weitere Sägemühle bauen, könnten wir den Anteil sogar noch erhöhen von dem, was wir verarbeiten. Ich denke, dass verarbeitetes Holz sich besser verkauft. Ei, ei, ei. Was ist das hier? Die Steigung hier, das ist ja fast noch okay, aber dieser abfallende Gangweg hier, das ist schon sehr lustig. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, das wird sich gleich relativieren. Vielleicht packen wir auch daneben noch mal einen Holzplatz. Anzahl der Arbeiter steigt auch. Sehr gut. Also da werden wir irgendwann Stufe 2 erreichen können. Jetzt werfen wir nochmal den Blick. Ja, hier war die Post. Okay. Also auch hier ist es jetzt gut abgedeckt. Das wundert mich, weil wir haben ja hier gar keine. Wahrscheinlich wird das von dort aus mitgemacht, dann bauen wir doch hier noch mal eine Poststelle dazu, dass das hier besser versorgt ist. Dann kann der die hier sich um diese besser kümmern und ja. Ich denke, hier ist es noch ein bisschen, ja, obwohl warten wir mal. Hier ist es super, obwohl das eigentlich gerade eher schlecht angezeigt hat. Wie ist denn hier die Auslastung? Und, oh, wir haben viel unsortierte Post, aber wir haben auch nur 21 Postlastwagen in Verwendung. Ja. Das läuft ja erst an. Wie gesagt, das habe ich auch noch nie gemacht. Also das scheint jetzt kein Hexenwerk zu sein, aber jetzt sieht auch der Gesamtprofit hier schon mal ein bisschen anders aus, ne? So, was haben wir denn hier denn noch? Also wir haben logischerweise Agrar, wir haben auch hier Erz und wir haben Öl. Es funktioniert nur anders. Wir müssen erst das Hauptgebäude bauen. Was ist denn das hier nochmal? Das waren die Lagerhäuser. Lagerhof. Ein kleines Lagerhaus, mittleres Lagerhaus, ein großes Lagerhaus. Okay. Ich vermute, dass die natürlich auch für irre viel Verkehr sorgen, aber wir könnten ja einfach mal hier testweise so ein kleines Lagerhaus bauen. Und schauen mal, was damit passiert. Forstwirtschaft wird ja hier Sinn machen, ne? Ja. Ja,
könnten auch Schnittholz machen, das wäre vielleicht gerade sogar noch die sinnvollere Variante. Das machen wir auch, weil Schnittholz haben wir ja jetzt schon in Produktion. Wir haben ja noch keine weiteren Materialien, die wir verarbeiten. Gibt sicherlich dann noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was dann noch, vielleicht kann man das sogar ja schon sehen, was es hier noch so gibt. Bio-Pellet-Fabrik, okay, Holzwerkstoff, Papiermühle, gibt bestimmt auch noch Möbel und sowas, oder? Sägemehllager, Holzplatzen, großer, Holzspäne-Lager, großes Baumsetzlingfeld, kleines, okay, Bauplantage, aber scheint Instandhaltungsgebäude, okay, Arbeiterunterkunft, nee, also Möbelbau oder sowas scheint es da nicht zu geben, aber das ist dann vielleicht eher wieder hier in den generischen Sachen. Oder was hatten wir hier noch? Da gibt es ja auch noch einzigartige Fabrik. Ah, Möbelfabrik. Okay, hätte ich mich auch gewundert, wenn es sowas nicht gibt. Okay. Ja, cool. Da bin ich schon mal gespannt, was da uns noch alles so erwartet. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Post. Okay, also dieser Bereich hier ist verbesserungswürdig. Da würde ich, glaube, hier nochmal eine Post bauen. Dann kommen wir da überall besser ran. Eine noch. Irgendwo hier. So, dann haben wir, ich glaube, diesen Bereich hier. Obwohl nicht, ich will auf dieser auch noch eine bauen. Packen wir hier noch eine hin. So, ich denke, dann haben wir die Stelle auch gut abgedeckt. Wie viel Unterhalt kosten die denn eigentlich? 80, oh, das ist ja das Unigelände eine eigene Post. Ja. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Elch Forstwirtschaftsgebiet hat Stufe 2 erreicht. Bio-Pellet-Fabrik, Möbelfabrik, Sägemehllager, Forstwirtschaft, Arbeiterunterkünfte, okay. Und ein kleines Baumsetzlingfeld. Achso, mich nicht benachrichtigen. Okay, nee, das wollen wir dann ja so lassen. Aber erstmal bauen wir jetzt noch hier eine Postfiliale. Oder sehe ich gerade noch ein Gebäude ohne Wasser? Wir machen es mal ganz einfach. Wasser haben wir da, Strom haben wir auch. Hier brauchen wir noch. Jetzt muss ich lachen. Schwimmzentrum ohne Wasser. Sehr gut. So, und eine würde ich noch irgendwo hier bauen. Wir haben eine dort, die verlagern wir gleich. Dann bauen wir eine da. Und diese hier legen wir mal weiter an den Eingang in das Gebiet hier. Warum? Dann müsste eigentlich die Abdeckung für die ganze Stadt super sein. Was macht das Sortieren der Post? Hey. Jetzt sind auch schon ein paar Fahrzeuge mehr in Verwendung. Jut, jut, jut. So, was denn jetzt schon wieder? Studienjahrbericht. Weniger Studenten, weniger Attraktivität, wahrscheinlich durch das Postgebäude und mehr akademische Werke. Na gut. So, ich wollte aber nochmal eben hier reinschauen.
Was wir hier jetzt dazu bekommen hatten. Arbeiterunterkünfte. Okay, die sind ein bisschen größer. Mich nervt in dieser Ansicht, dass ich die Straßen recht schlecht sehen kann. Das. Ah, okay. Straße, obwohl die Arbeiterunterkünfte mitten drin. Da hier ist viel Verkehr, das ist auch, glaube ich, alles eher schlecht. Das machen wir mal folgendermaßen. Wir legen dafür hier eine extra eine Straße an. Wenn es auch nur eine Kiesstraße ist. So, da muss ich nochmal eben wegen der Größe schauen. Okay. Noch kurz. Dann machen wir es mal so. Und. Achso, nicht im Gebiet, ja klar. Müssen wir dann jetzt logischerweise ausweiten. Aber jetzt können wir die da ranpacken. Und jetzt haben wir gerade nochmal eben den Traffic Manager, um hier LKW-Verkehr auf jeden Fall. Oder Schwerverkehr, sagen wir es mal so, hier zu verbieten. So. Wollte ich gerade sagen, das muss. Ach so. Ah. Nee, das machen wir anders. Den Strom holen wir nicht von da, sondern. So. Arbeiter. Fünfte. Mensch, das sieht aber durchaus gemütlich aus. Brauchen wir sogar 227 für die nächste, ne, 350 für die nächste Stufe. Hui. Das ist aber noch mal anderes. Kleines Baumsetzlingfeld. Meine ganze Planung hier so für die Straßen ist alles für die Katz. Aber es muss ja auch nicht immer alles bis zum letzten zugebaut werden. So, was gibt's hier noch neu? Die Sägemühle hatten wir schon. Biopelletfabrik. Ui, die ist aber. Schon ein bisschen größer. Die passt perfekt. Hier hinein. Strom passt, Wasser passt. Super. Kleiner Holzplatz. Sägemehllager. Das packen wir dann wiederum da gegenüber. Kann man noch schön ein paar Bäume pflanzen. Da. Dann nehmen wir ruhig diese hier direkt.
Wenn mal das Holz ausgeht, weiß ich sowieso schon, dass die dann ja. gefällt werden. Papier. Wir machen immer noch Minus, aber das kann sich vielleicht auch relativieren. Wir haben ja so ein paar Sachen jetzt erst gebaut. Ja, also grundsätzlich, ich sehe schon, wir kriegen irre viel Sachen, mit denen wir rumspielen können. Vor allen Dingen haben wir hier ja jetzt auch schon die erste Fabrik, eine Möbelfabrik. Die passt hier sogar perfekt hinein. Ja, perfekt ist relativ, aber die würde hier passen. Muss ja immer nicht alles in Stein gemeißelt sein. Das lässt sich immer wieder ändern. So Schnittholz und Papier. Okay. Ja, müsst du eigentlich ja hier alles produzieren. Und wenn das alles hier lokal bleibt, dürfte das ja auch für den Verkehr ganz gut sein. Ja, so, okay. Aber jetzt machen wir tatsächlich dann erstmal Ende für heute. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ja, ne? Also das war's für heute. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu da lassen, wie euch das neue DLC gefällt. Ich bin bislang echt begeistert. Auch wenn es wir wahrscheinlich noch kaum was davon gesehen haben. Post ist gut, außer hier. Ah, wahrscheinlich hat es keinen Strom. Och. Ja, müssen wir mal schauen. Wieso das A? Ah, weil diese hier nicht per Auto erreichbar sind, denke ich. Ja, schauen wir mal. Blicken werfen wir dann beim nächsten Mal weg drauf. Also, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.